Ich glaube, ich werde aber, bevor ich dann oben durch diese fette Tür da oben gehe, werde ich erstmal noch mich mal regenerieren. Und ich sollte mir halt überlegen, ob ich mir dann nochmal... Ich mache es davon abhängig, ob ich da jetzt ein Leuchtfeuer finde. Wenn ich da kein Leuchtfeuer finde und sterben sollte, werde ich mir auf alle Fälle beim nächsten Mal... Alter, der geht nicht tot hier. Sind das irgendwie stärkere Gegner? Auf jeden Fall... Ah, guck mal, der hat sogar was... Das ist ein Gold... Was, der hat was Goldenes gedroppt. Das war ein stärkerer. Der hat was Geiles gedroppt. Wunder lindern Sonnenlicht. Der ist ein Wunder. Und hier wundergnädiges Sonnenlicht. Okay, jetzt mit Wundern habe ich es jetzt leider nicht so. Aber hier ist verschlossen. Alter, wieso ist hier verschlossen? Hab ich doch... Hey, wieso ist hier verschlossen? Hab ich doch alle Schlüssel geholt. Hm, na super. Ist hier unten noch irgendwo ein Schlüssel? Ich will nämlich nicht, dass da verschlossen ist. Verschlossen ist voll Kacke. Ist voll doof. Das will ich nicht. Nee, nee, nee. Das gefällt mir immer gar nicht, ne? Nicht. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist hier. Wenn noch ein Überrest hier rumliegt. Ja, ansonsten gehe ich nach oben. Zu dieser komischen Riesentür. Wo, da habe ich jetzt auch den Riesentür-Schlüssel zu. Aber ist schon krass hier, also dieses Setting. Ein paar neue Gegnertypen, das gefällt mir ja auch. Ich immer so, nicht immer nur das Gleiche, also... Aber das Spiel ist schon sehr abwechslungsreich. Man kann es nicht anders sagen. Du siehst so aus wie, hey, ich bin was voll Besonderes, aber du bist nichts Besonderes. Schade. Na gut, ich glaube, dann, wenn jetzt hier nicht noch irgendwo noch irgendwas liegt, dann muss ich jetzt wirklich wieder nach oben. Habe ich keine Chance. Oh. Ne, das war nur eine Fliese, die ein bisschen heller war. Schade. Ja, wahrscheinlich kriegt man das irgendwie dann später noch. Nicht alles in diesem Spiel ist ja direkt gemacht. Könnt ihr mir noch vorstellen, dass irgendwas hinter den Büchern versteckt ist, aber da sucht man sich jetzt ja auch, bis man keine Lust mehr hat. Ne, wir gehen jetzt nach oben. So. Oh. Ganz schön weit gekommen, der Gute. 26.000 Seelen. Boah, ich sollte eigentlich... Ich wollte mich eh nochmal am Leuchtfeuer voll machen. Das heißt... ich sollte mal ganz schnell noch... ein paar Punkte vergeben. Aufsteigen. Ein Level-Up kann ich machen. Und ich wollte jetzt erstmal ein bisschen auf Vitalität gehen. Um mehr Basislebenspunkte zu erhalten. Das sollte man halt auch später echt mitmachen. Habe ich ja schon mal gesagt. Also ich spiele ja auch Dark Souls 2 mit dem Zombie und mit dem Zombie. Und ihr habt mir auch dann echt einen Tipp gegeben, ey, Skill auch später mal auf Vitalität ist zwar am Anfang nicht so der geile Wert, aber später hilft das dir schon, dass du Millimeter überlebst und schnell noch einen Flakon trinken kannst. Ja. Solche Tipps gibt mir der Zombie. Echt die knallharten Super-Tipps. Hat er auch recht. Ach, guck mal, hier oben kann man noch lang. Dann kann man hier gucken. Versuch's mit Rutschweg. Ach, guck mal hier. Da ist doch bestimmt hier noch irgendwas versteckt. Ah, stimmt. Ich habe mich ja, haha, gereckt und so. Hi, ihr Spastis! Und jetzt sterbt ihr! Also der eine zumindest. Lustig, beim ersten treffen sie beide. Also trefft der Schlag beide. Beim zweiten nicht. Das ist natürlich die Frage. Versuch's mit Rutschweg. Und gestorben. Gut. Versuch's mit Rutschweg. Ich habe gehört. Ich habe gehört, dass es in Dark Souls 1 unsichtbare Brücken gibt. Und wegrennende blöde Echsen. Ich habe gehört, dass es in Dark Souls 1 unsichtbare Dingsens gibt. Unsichtbare...
unsichtbare Wege. Kann das ein unsichtbarer Weg sein? Wenn ja, wo führt er hin? Hallo. Nein. Kein unsichtbarer Weg. Gott, dann würde ich mal sagen, ich gehe mir da oben mal erstmal durch die Tür. Das sind so Sachen, die kann man ja später noch irgendwie mal erkunden. So, nächstes Mal habe ich keinen Bock. Alter! Keinen Bock auf dieses. Oh, nee, ey. Boah, das muss ich jetzt schon wieder. Oh, das ist so nervig. Also, was die da oben hochgehen, verstehe ich auch nicht. Naja. Immerhin angehauen habe ich ihn schon mal. Das ist ja ganz gut. Jetzt gehen die bestimmt wieder runter. Boah. Ey, weißt du, gib's mir auf den Keks. Komm runter jetzt hier. Oh, oh. So. Ein für alle Mal hier. Keine Lust auf euch. Komm mit. Ich brauche noch Wegzehrung. Oh Gott, das ist, glaube ich, das gibt's im zweiten Teil nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Dieses, wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung. Ich benutze erstmal den Riesentürschlüssel. Ragdoll nennt man das, glaube ich. Okay. Und wir sehen mal wieder. Gegner auf jeden Fall. Wir sehen eine Kristalllandschaft. Und bestimmt hockt hier kurz neben der Tür noch einer. Ja, ich hab's auch gewusst. Das Spiel ist manchmal echt so vorhersehbar. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen die Gegend an. Ist ja hier so ein schöner Praise the Sun-Moment. Aber so viel mit Sun-Praisen ist hier gerade gar nicht. Wir sehen nur gerade so ein bisschen die Umgebung, dass da vorne ist und auf jeden Fall sind so Kristalle, so Riesenkristall-Golems. Na gut, also irgendwie. Da oben ist irgendwie eine Tür in der Luft. Ja, ne, das ist die geheime Lufttür. Ein bisschen verbuggt. Naja, ein bisschen. Jetzt wird's aber auch Wurst. Ah. Ich will mich nicht zu sehr in den Ausblick verlieben. Wer weiß, wer hier noch alles auf mich warten tut. Ah, ein Zauberer. Da oben steht er und castet fröhlich. Ah, ist er nach unten gekommen. Ah, hier sind zwei diesmal. Oh, oh. Ja, mein Schild hat kein Magie-Deflekt. Das bedeutet, ich muss ein anderes anlegen. Ein Kristallritterschild. Wie ist es von den Werten her? Magie 30. Nee, nicht so geil. Silberritter. So. Silberritterschild. Ihr habt ja keine Chance, wenn ich hier mal ordentlich loslege. Ja, ja, fetzt da oben mal rum. Mir scheißegal. Steht hier, versuch's mit Distanzkampf. Wo ist denn der eigentlich jetzt? Hat er sich teleportiert? Ich weiß es nicht. Gibt es denn noch irgendwas zu entdecken hier hinten? Außer nichts? Nö, gibt's nichts.
Wo der jetzt hin ist, weiß auch kein Mensch. Diesmal nicht. Es war so ersichtlich, dass du da stehst. Alter, das war... Das war so klar. So. Ich frage mich, wo man jetzt hier so hinkommt, wenn ich jetzt hier so zum Beispiel runtergehe. Ich liebe meinen Blitz-Zweihänder. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne dieses Teil machen sollte. Außer die endlosen Gänge hier erkunden. Irgendwas trifft mich hier. Ah, von hinten. Oh Gott. Oh Gott, ey. Ich hoffe, ich finde jetzt hier immer bald ein Bonfire. Weil ohne Bonfire... Alter, sind die hier echt nur am Bogen schießen. Da hinten will ich ja noch gar nicht hin. Auf der... Da ist noch ein... der ist ja mal richtig fies positioniert. Oh, da ist ein Bonfire. Bonfire! I will zum Bonfire! Weg der Stuhl. Alter Bonfire. Das rettende Bonfire. Und jetzt. Oh. Sehr gut. Ah, ich habe einmal Menschlichkeit bekommen. Das ist ja gut. Bevor ich jetzt hier weiter mit 5 Leben rumrenne, mit 5 Flakons rumrenne, würde ich sagen, machen wir mal schnell hier das Bonfire entzünden. Und entfachen. So. Back in the hood. Der da oben nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Die Frage ist, was kann man gegen den da oben machen? Wahrscheinlich nicht viel. Es ist so ein schöner Augenblick, ein Bonfire zu finden, gerade wenn man eine Weile lang unterwegs war, die Flakons langsam sich dem Ende nähern. Da freut man sich doch, dass man einen minimalen Ort hat, wo man halbwegs sicher ist. Also, immerhin kann mir jetzt hier passieren, was will. Ich will nicht den da runterschießen. Ich meine, meinetwegen auch töten. So, haben wir ihn. Hat sich ausgesnipert für den Typen da oben. Ah, wenigstens was droppen hätte er können. Ich frage mich natürlich, aber gut, ich habe hier noch einige Gänge überhaupt nicht erkundet. Also mit der Frage, wo man hier hin muss, bleibe ich mal noch ein bisschen... Ach, der Zauberer da oben. Stimmt, da war ja noch jemand. Kann man den da irgendwie runterschießen? Wo ist denn der? Ach, da oben ist der. Scheiße. Ja, kann ich hier so einen Spießrutenlauf hinlegen?
Wow. So, gehen wir erstmal hier hin. Dass wir uns den da vornehmen können. Da sind wir nämlich von dem Mage da ein bisschen sicher. Oh, noch auf der falschen Waffe. Oh. Gerades Kristallschwert, sehr gut. Entschuldigung. Ein kurzer Nieser. Muss aber auch manchmal sein.